Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Batman Arkham Origins. Ich bin Marv und bin jetzt im Noel-Batman-Kostüm unterwegs. Wir werden uns heute Shivas Test stellen. Da hat sie uns ja vor einiger Zeit herausgefordert. Und ich hatte den Test irgendwie immer vor mich hergeschoben. Wie das halt so ist mit Tests. Ja, kennt ihr vielleicht aus der Schule, dass man sich so ein bisschen versucht, auch vor so einem Test zu drücken. Aber Batman kann sich leider nicht immer krank schreiben. Das funktioniert nicht. Wir müssen jetzt herausfinden, wo dieser Notruf herkommt. Da hinten vielleicht. Direkt aus dem Raum hier vorne. Müssen die Leute retten. Oh, da hängt einer. Sie haben mich angegriffen. Gefesselt. Ich will nicht sterben. Das wäre echt blöd, wenn du sterben würdest. Ja, das muss ich auch so sagen. Tja, ich habe gedacht, da kann man die irgendwie zukleben, die Dinger. Das funktioniert so nicht. Wie stelle ich denn jetzt die Elektrizität von diesem Ding ab? Okay, irgendwo. Das kann ich dann kaputt machen, dort oben. Wie komme ich denn da hin? Das ist die nächste Frage. Da oben irgendwie rüber. Und wie komme ich da rein? Möglichst nicht, indem man in der Elektrizität landet. Bitte nicht, Batman. Du stirbst doch. Nee, da komme ich nicht rüber. Da ist eine Schwelle. Sehr geehrter Herr Marv, das funktioniert nicht. Nein, du bist da jetzt drin gefangen. Dein Tod bereitet mir keine Freude. Aber ich sehe keine Alternative. Also probieren wir es jetzt weiter, da jetzt irgendwie reinzukommen. Ich hab da ja oben schon gesehen, was man theoretisch machen kann. Wir können theoretisch da dieses Seil spannen hier von Deathstroke, aber da kommen wir oben nicht ran. Also, wie macht man das? Vielleicht mache ich es einfach hier über die Dinger. Und dann einfach nur drauf? Nein. Hätte ja klappen können. Aber hier ist so auch nichts, wie ich das machen kann. Kann ich diese... Schau mal, da sind so kaputte Gitter. Direkt auf der anderen Seite. Vielleicht komme ich dann da durch. Das heißt, wenn ich jetzt nicht schon wieder in der Elektrizität lande. Nee. So, da kommen wir hin. Und hier kann er dann da nicht rauf. Nein, das geht nicht. Aber hier kann er durch. Wunderbar. Sie werden schon nicht sterben. So. Wow. Hi, Mädels. Was geht denn hier ab? Oh nein. Drei Schwerttanten. Nimm dein Katana weg. Ich kenne Kiai aus dem Karate. Das ist auch so ein Kampfschrei. So, jetzt können wir hier ein bisschen Elektroschaden machen. Das zwirbelt euch auf jeden Fall gut aus den Socken, Mädels. Ich glaube, das sind so die einzigsten Frauen, die man bekämpft in dem Spiel. Das sind die Assassinen-Mädels von Shiva. Überall Weihnachtsstimmung hier. Oh, das war stylisch. Stylisch, stylisch war das, nicht stylisch. So. Ha!
Und gleich nochmal hier. Zack, zack, zack. Eine mit dem Fuß flach gelegt, die andere gleich mal hier mit einer guten Rückhand ausgeschaltet. Was war das denn? Blutet sie lila? Dein Messerchen kannst du stecken lassen, das ist überhaupt nicht scharf. Das Schöne ist ja, wir werden noch mitbekommen, wie Batman ausgebildet wurde. Im neuen DLC zu Batman Arkham Origins können wir nämlich die Anfangsgeschichte von Bruce Wayne spielen. Da wird uns alles genau gezeigt. Das haben wir natürlich schon mal gemacht. Ja, gerade wenn ihr aktiv meinen Kanal verfolgt, habt ihr vielleicht gesehen, dass ich Batman Begins gespielt habe. Da habe ich das auch schon gemacht. Das ist schon gar nicht schlecht gewesen. So. Stirbt er, wenn ich den da jetzt runterhole? Oder warte mal, ich mach einfach mal. Das bringt so nix. Da hinten bringt das auch nichts. Dann schmeißen wir ihn einfach da oben runter. Mit einem Batarang. Der trifft leider nicht. Nehmen wir den gesteuerten. Du bist befreit, mein Freund. Du kannst nach Hause gehen. Bitte, tun Sie mir nichts. Wer hat Ihnen das angetan? Sie waren völlig verhüllt. Wie Ninjas. Shiva. Wer? Wo sind Sie jetzt? Ich weiß nicht. Mein Partner hat einen angeschossen und ist abgehauen. Sie haben mich gefesselt und sind ihm nach. Rufen Sie die Wache an. Die sollen einen Wagen für Sie schicken. Dann warten Sie irgendwo. Mach ich. Danke. Gerne, gerne. Ich sollte eine Blutspur finden können. Da haben wir doch schon eine. Das sollte mich zu dem anderen Polizisten führen. Folge der Spur. Wie mache ich das? Das war die, die ich jetzt gescannt habe. Ach hier, am Boden. Ganz einfach. Durch die Tür. Dadurch sind wir auch reingekommen. Können jetzt hier draußen gleich mal schauen, wo der weitergelaufen ist. Völlig blutend ist er dann davon gerannt. So. Dank dem großartigen Detektivmodus von Batman können wir das wunderbar am Boden auch verfolgen. Aber hier sind zwei Spuren. Nee, das ist alles seins. Ist der da oben rüber? Okay. Und dann da hoch? Klar, ich habe ja den Ninja jetzt hier, den ich verfolgen muss. Nicht den anderen Polizisten, sondern die Ninja-Tante. Aber sicherlich nur ein Handlanger von Shiva. Und nicht Shiva selbst. Shiva selbst wird uns sicherlich einen harten Kampf liefern. So. Na. Nicht so. So. Da oben einmal durch. So, hier durch. Dann ist er hier lang. Da oben rüber. Und das, obwohl er so angeschlagen ist. Das sind auf jeden Fall harte Ninja-Kämpfer. Oh, was haben wir denn hier für einen? Hi, Shiva. Warum haben Sie ihn getötet? Weil du es nicht getan hättest. Er war korrupt, ein Mörder. Aber darin liegt keine Gerechtigkeit. Was weißt du schon von Gerechtigkeit? Hinter Gittern oder davor, diese Leute ändern sich nie. Solange sie leben, bleibt Gotham verdorben. Das ist einfach falsch. Und ich dachte, du würdest mich verstehen.
Dennoch, der Test muss weitergehen. Triff mich im Sheldon Park. Weg ist sie. Sheldon Park. Wo ist denn der Sheldon Park? So, mal gucken. Ach, ganz am anderen Ende der Stadt. Sheldon Park. Macht Sinn. Ich meine, hier sind Gebäude hochgegangen. Komm, Batman, was ist los? Manchmal reagiert die Steuerung einfach nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und dann ist da noch Batman. Ich weiß nicht recht. Er ist der Einzige, der heute Nacht irgendwas hinbekommen hat. Müssen wir einmal wieder außen rumfliegen? Ist immer so ein bisschen nervig hier. Wenn man dann irgendwie so bestimmte Gegenden erreichen will, kommt man da nicht immer so leicht ran. Aber nachdem wir jetzt so viel Batman gespielt haben, kriegen wir das auch noch hin. Wie komme ich denn da rein? Ich bin völlig falsch. Ich muss außen rum. Ich hätte von rechts ran müssen. Von da. So, jetzt klappt's auch. Sheldon Park, ich komme. Wie ihr seht, ist das eine Folge, die diesmal ein bisschen länger geht. Schauen wir mal, wie weit der Test oder wie lang der Test von Shiva noch läuft. Den schalte ich gleich mal aus hier. Sniper. Dass ich mich mit dem nicht noch rumschlagen muss gleich. So, hier geht's rein. Treffen mit Shiva. Warum bist du hier? Hast du nicht eine Stadt zu retten? Hab ich schon. Wir haben einen Mann umgebracht. Ja, eine Lektion, die du nicht verstanden hast. Und es werden noch viele sterben, wenn du es nicht endlich tust. Dann müssen sie sich für jeden davon verantworten. Ich bewundere deine Leidenschaft. Aber deine Motivation ist fraglich. Jetzt, lass uns kämpfen. Natürlich, warum auch alleine kämpfen? Das wäre viel zu langweilig. Vollkommen richtig. Müssen wir die jetzt hier ausschalten? Oh. Wenn ich diese Ninja-Kombo komplett blocke, ja, dieses Schwertzeug, dann kann ich die sogar komplett gleich ausschalten. Aber das muss natürlich auch klappen. Dürfen nicht vergessen, das ist jetzt alles nicht so schwierig. Da haben wir schon ganz andere Gegner bekämpft. Muss man ganz klar sagen. Einfach weil wir ja schon sehr viel weiter im Spiel waren und Shiva uns so ungefähr ab der Hälfte des Spiels über den Weg gelaufen ist und uns herausgefordert hat. Oh, jetzt ist sie, glaube ich, verbuggt und hängt hinten in der Ecke fest. Nee. Gut gekämpft. Jetzt entschuldigt sich Batman. Pass genau auf. Das war doch gar nicht schlecht von dir. Na, vielleicht wird das doch noch eine Herausforderung. Man weiß es nicht auch. Wahrscheinlich kommen jetzt gleich noch so ein paar ganz dicke Gegner. Oh, den konnte ich nicht blocken. Au, den habe ich zu spät gesehen. So. Ich sollte mal nicht den Tag vorm Abend loben. Oh, erstmal eine Ohrfeige. Weil wir müssen sie ja auch noch besiegen. Nicht immer nur sagen, wir werden sie besiegen, sondern auch machen. Du
Lady Shiva. Kriegt überhaupt keinen Schaden mehr. Der Test ist vorbei. Und damit auch dein Leben. Ach was. So schnell geht das nicht. Hast du genug? Geschickt, ehrenhaft, hingebungsvoll. Ich verstehe, warum der Meister dich ausgewählt hat. Es scheint, als hätten wir heute beide etwas gelernt. Sie und Ihr Meister interessieren mich nicht. Ich übergebe Sie der Polizei. Nein, das wirst du nicht. Aber du hast eine Gnadenfrist verdient. Ich hoffe, du erkennst noch, wie falsch du mit Gotham liegst. Es soll nicht gerettet werden. Es kann nicht gerettet werden. Nur gereinigt. Und aus der Asche neu geboren. Alfred, ich schicke dir zwei Koordinaten. Einen für eine Leiche, der andere ist für einen Überlebenden. Übermittle sie der Polizei. Ja, Sir. Sollen wir den Fall folglich als geschlossen betrachten? Fürs Erste. Ich glaube nicht, dass ich Shiva zum letzten Mal begegnet bin. Vermutlich nicht, aber das sie sehen wir erst in einem der anderen Batman-Teile wieder. Gut. Charakterprofil, wir haben sie besiegt. Bis auf einen haben wir alle freigeschaltet. Und der eine wird der Riddler sein. Und den stellen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, Servus, euer Marv.